Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde vom Kebab Simulator. Der Plan für heute ist einfach nur noch den Rest verkaufen und dann holen wir uns das neue Restaurant. Es ist endlich soweit, weil mit 60.000 Piepen kann man schon einiges machen. Deswegen werden wir hier schon mal die Mikrowelle anschmeißen. Herzkekse kann ich rausnehmen. Einmal kurz nur die Speisekarte aktualisieren. Kekse, Tomatensuppe, da. Ich habe theoretisch auch noch einmal Pommes. Ich habe vorhin gesehen, ich habe hier die drin gelassen und nicht rausgeholt. Und da war die vergammelt. Zum Glück war kein Gesundheitsinspektor da. Aber deswegen mache ich jetzt hier einfach den Rest. Zack, 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 alles an. Mache die Suppe nochmal heiß. Okay, Teller sind alle weggeräumt. Ja, das bleibt erstmal so stehen. Ich weiß ja gar nicht, was ich alles mitnehmen kann, ob ich überhaupt was mitnehmen kann. Das ist ja immer so die Frage. Wo ist das Fleisch hin? Döner-Teller? Ja, das hat sich einfach aufgelöst, als ich es aus Versehen genommen habe. Tomatensuppe. Rein hier. Zack, und dann mache ich auch schon auf. Da habe ich alles drin. Die Leute können essen. Ich verdiene noch ein bisschen Kohle, dass ich mir dann eventuell für den neuen Laden neue Sachen kaufen kann. Weil ich weiß ja nicht, was ich hier überhaupt mitnehmen kann oder ob ich alles neu holen muss. Ja, ich habe gut gekocht. Alles schön aufgewärmt. Das ist aufgelöst. Ne? Jetzt ist er in der Schlange. Ach so, funktioniert das also. Level 33. Den Müll haue ich weg. Die Leute sich wieder Tee gönnen können. Jawohl, haut rein. Bringt mir die Kohle. Ich brauche das Geld. Ah, Hühnersuppe. Kann ich gleich schon anmachen. Weil die nimmt sich jetzt hier die letzte Portion. Dann schnell wieder auffüllen. Der hat den Dönerteller leer gemacht. Diesmal darauf achten, dass ich nicht ein Stück Fleisch wegnehme. Schnell die Teller nachladen. Zack. So, nebenbei ein bisschen nach Dreck gucken, aber ich sehe nichts. Alles sauber sein. Ah, da wird noch Suppe bestellt. Döner-Teller wieder da. Ah, der hat schon gewartet. Da muss man ganz schön arbeiten, dass die Leute zufrieden sind. Noch die letzte Petersilie. Also was für ein Ansturm. Den Dreck wegmachen. Muss einen guten Eindruck machen. So, Köfte. Ich komme. Da warten die schon alle drauf. Wie verrückt. Alle total gierig auf mein Essen. Level 35, jawohl. Hast du alle gemacht? Die Suppe. Ja, aber ich glaube nicht, dass jetzt noch einer großartig Suppe möchte. Das sind wahrscheinlich jetzt die letzten beiden Kunden. Und selbst wenn jetzt noch einer kommt, der hat einfach Pech. Es kommt auf jeden Fall noch einen Tag aus mit dem Produkt, die ich habe. Kann also noch mal Geld machen. Ich habe jetzt hier über 10.000 verdient. Das heißt, wir kommen dann bei 85.000 raus am nächsten Tag ungefähr. Und das sollte dann vollkommen ausreichen für das neue Restaurant. Das Dreck oder der. Habe ich schon ganz weit weg gesehen. Zack. Tag ist vorbei. Laden zu. Das Gefühl, die Kekse hat gar keiner genommen. Ich musste nicht einmal die Kekse nachladen.
So, sollte alles sauber sein. Ich räume die Teller noch weg. Und dann können wir schon in den nächsten Tag starten, um noch den Rest loszuwerden. Ab ins Bett. Ja, 10.000 Piepen, nicht schlecht. Mein Gott, was ist das für ein Gestank? Ich habe doch gesagt, Sie müssen sich um das Restaurant kümmern. Davor muss ich Ihnen einen Strafe aufbrummen. Welches Gestank? Es ist doch alles sauber. Wo soll hier Dreck sein? Da! Dieses Stück Fleisch, was mir da reingefallen ist. Da. Das, was mir runtergefallen ist, das hier vergammelt. Und da kommt gleich der Typ, so eine Scheiße. Ich habe jetzt hier nochmal Petersilie geholt für die Suppe. Also das ist natürlich wirklich Kacke. Döner Teller. Hühnersuppe. Köfte rein. Ende. Da ist noch Dreck. Und am Ende des Tages kann ich mir dann das neue Restaurant gönnen. Jawohl, Kekse weg. Dann habe ich noch viel zu viel da. Esst mehr Kekse. Jawohl, die nächste mit Keksen. Also Suppe ist irgendwie so, das geht am meisten weg. Eine Vierergruppe, das ist aber auch neu, dass es so Gruppen gibt, oder? Das habe ich noch nie gesehen. Habe ich wirklich schon nie gesehen. Die haben immer noch diesen Teddybär da unten dran. So, Suppe rein. Alle. Mehr gibt's nicht. Da habe ich unten schon Dreck gesehen. Den mache ich sofort weg. Das Döner-Teller schon mal komplett ausverkauft, das ist nicht schlecht. Jetzt muss nur noch der Rest weg. Die wollen alle Suppe. Kann ich schon wieder warm machen, weil der nächste auch schon wieder Suppe will. Döner Teller, Dreck weg. Köfte es alle. Da irgendwo einen Müllsack gesehen. Wo war das noch? Hier. Müllsack weg. Köfte einfach noch drauf. Keine Ahnung, ob jetzt noch jemand kommt. Teddybär. Ja, dann ist alles so gut wie alle. Ich werde jetzt hier nochmal abräumen. Dann ist alles sauber und dann gehe ich ins Bett. Und dann kaufe ich mir das neue Restaurant. Weil mit 86.000 kann man sich das schon mal leisten, 50.000 Piepen auszugeben. Jetzt müsste alles sauber sein. Ich mache zu. Ich gehe ins Bett. Oh, jawohl, sogar mehr verdient als gestern. Über 10.000 trotzdem nochmal. Krass. Auf zu unserem neuen Zuhause. Das neue große Restaurant. Da ist es. 50.000 Piepen geben wir jetzt aus für diese Bude. Zack. Das ist jetzt mein neues Restaurant. Also, so wirklich hell ist hier nichts. Ich brauch auf jeden Fall erstmal ein paar Lampen oder so. Wir gucken mal in den Online-Shop. Brauche ein paar Lampen. Ein bisschen was Stylisches. So, hier dran.
hier dran. Und dann machen wir hier hinten nochmal hin. Und dann nochmal ganz in die Mitte irgendwie. Dann ist erstmal alles ausgeleuchtet. Das heißt, ich werde jetzt hier meine Küche wieder einrichten. Wir gucken mal ins Inventar, weil da sind die ganzen Sachen drin. Ich würde es vielleicht sogar hier an den Anfang stellen. Zack. Das dauert jetzt eine Weile. Die Einrichtung muss schon gut gewählt werden. So, ich würde schon fast sagen, wir bauen die Spüle hier irgendwie in die Ecke. Neben die ganzen Teller. Weil ich brauche ja so viele Teller. Und dann macht es ja am meisten Sinn, wenn das direkt daneben ist. Ja, das wird alles ein bisschen dauern, weil ich muss ja alles einzeln rausnehmen. So, das sieht doch schon mal in Ordnung aus. Ja, ich denke mal so. Also ich würde sagen, wir machen das sowieso alles ein bisschen größer diesmal. Weil ich brauche ja viel Platz für die neuen Küchengeräte und das Ganze. Das brauche schon sehr viel an Küchenplatz. Wenn ich so viel koche und wenn ich so viele Produkte machen will und neue Gerätschaften. Zum Beispiel dieser große Backofen, der hat ja auch ganz viel Platz eingenommen. Da muss ich schon gucken, dass das funktioniert. Sieht doch schon mal viel größer und viel besser aus. Aber jetzt können wir nämlich hier erstmal die ganzen Sachen rausnehmen. Okay, ich glaube, wir sollten erstmal die Kühlschränke und so platzieren. Mein Essen ist sogar noch drin. Das ist noch mit rausgekommen aus den Kühlschränken. Hey, der Topf ist sogar noch drin. Mit Suppe. Okay, das ist nicht schlecht. Ich dachte, das ist jetzt alles verloren. Deswegen habe ich nochmal schnell alles verkauft. Da sind sogar noch die Pommes drin. Das ist mein Gourmet Award. Den packe ich mal hier oben dran. Auf den werde ich die Mikrowelle drauf packen. Mikrowelle. Genau, und einfach direkt neben den Kühlschränken, damit wir da rausnehmen können, reinstopfen, fertig. Das kann ich ruhig hier mit hinpacken. Messerblock und Schneide kann ich auch direkt hier lassen, weil dann kann ich direkt würzen von da aus. Das ist nicht verkehrt. Ich kann mir diesmal zum Glück ein bisschen mehr Platz lassen, weil die Leute einfach auch viel mehr Platz hier haben. Ich kann sogar draußen was hinstellen. Ich werde mich aber erstmal für heute auf das Innere beschränken. Dass wir erstmal eben ein paar Sachen hinstellen. Dann räume ich hier die restlichen von diesen Verkaufstheken hin. Dann den Tee. Jetzt noch den kleinen Getränkekühlschrank. Kann ich da meinen Goldbräuler draufstellen? Ja, siehst du. Das sieht doch gut aus. Auf jeden Fall packe ich hier erstmal noch den elektrischen Ofen rein. Den brauche ich auf jeden Fall. Wir holen uns mal den großen Grill. Ach du Scheiße, es gibt noch viel, viel größere Sachen. 4 Kochfelder. Das brauche ich nicht. Wir nehmen den großen Grill und dann können wir dieses Riesengerät hier draufstellen. Ach du Scheiße, ist das groß. Die Knetmaschine kommt hier rüber. Aber der Dicke braucht bestimmt ganz viel Kohle. Ah, da kann man ganz lange was kochen. Davon gehe ich auch aus. Wir können uns hier noch so einen fancy Kühlschrank holen. So ein Ding. Aha. Da kann man hier noch ein paar Sachen reinschieben. Gar nicht schlecht. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich habe gerade gesehen, ich kann hier eine neue Maschine für die Gäste bauen. Das ist hier diese Slushy-Maschine. Zumindest sieht es so aus. Wenn der Kaugummi-Automat immer nicht will. Aber da kriegen wir, das sieht aus wie Säfte. Da kriegen wir auf jeden Fall nochmal gut Kohle raus. So, das Schild habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen angepasst. Ist jetzt nicht super toll, aber einen roten Teppich habe ich hier auch schon mal ausgerollt. Von der Einrichtung her würde ich sagen, das passt erstmal so. Aber so im Großen und Ganzen sieht die Küche doch super aus. Ganz viele Stände, wo die Gäste noch was kaufen können. Drüben ist der Gastraum, der rote Teppich am Eingang, da drüben die ganzen Gerichte, die sich nehmen können. Sieht doch fürs Erste ganz gut aus. Naja, meine Auszeichnung da oben.
Das heißt, die nächsten Tage geht es ans Geld verdienen, damit wir es hier noch schicker einrichten können. Also ein bisschen Geld muss ich mir auf jeden Fall noch aufheben, damit ich die Zutaten mir auch kaufen kann für die Produkte. Wir haben auch so einen schönen Draußenbereich, da habe ich noch gar nichts gemacht, aber da brauche ich auch ein bisschen Geld. Deswegen die nächsten Tage neue Produkte machen für den Gourmet, diese Hotdog-Teile zum Beispiel, und ein bisschen Geld verdienen. Das war's aber für heute erstmal mit dem Kebab-Simulator. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.